Eine Pizza. Wie lecker. Carol, nicht träumen. Wir gehen auf eine Party. Dieser Gregory wird auch da sein. Oh, Gregory. Sieh dir meine Nägel an. So kann ich nicht gehen. Sieht schlimm aus. Aber ich weiß, wie ich dir helfen kann. Such dir neue aus. Wow, danke. Hi, Gregory. Eine Waffe. Eine erfrischende Dusche und eine Schwammmassage. Au, ich habe mir wehgetan. Es ist, als hätte ich mit einem Tier gekämpft. Das ist eine geniale Idee. Gregory, du wirst es nicht glauben. Ich hatte einen Kampf mit wilden Tieren. Sie haben mich verletzt, aber ich habe es ihnen heimgezahlt. Sie werden mich nicht so schnell vergessen. Wow, Carol, du bist so mutig. Er wird sich auf Anhieb in mich verlieben. Ich brauche mehr Kratzer. Meine Nägel sind fertig. Die Party fängt gleich an. Oh, ich habe meine Strumpfhose zerrissen. Das ist alles nur wegen der Nägel. Was soll ich tun? Ich habe eine Idee. Ich verwandle meine Strumpfhose in ein schickes Oberteil. Oh nein. Es ist etwas zu eng. Irgendetwas Neues? Wow, Sommersprossen sind ein angesagter Trend. Ich will sie haben. Wo ist mein Spray? Hi, Sommersprossen. Oh nein, das sind zu viele Sommersprossen. Und sie gehen nicht weg? Ich muss sie abdecken. Dann mal los. Oh nein, die Flecken lassen mich wie eine Kuh aussehen. Puh, ich habe mir das nur eingebildet. Ich werde etwas Milch trinken. Wachsstreifen. Sie sind da irgendwo drin. Ich kann es nicht öffnen. Yay! Ich muss sie nur noch rausholen. Ups. Oh nein, die Streifen kleben an meinen Kopf. Ich werde sie vorsichtig entfernen. Oh nein, mein schönes Haar. Hi, Kleiner. Du bist so flauschig, im Gegensatz zu mir. Das ist eine geniale Idee. Ich brauche eine Perücke. Warte, tut dem Hund nicht weh. Dad, schau dir meinen Kopf an. Ganz ruhig. Ich habe ein bewährtes Haarwuchsspray. Yay, na los, Dad. Fertig. Ups. Meine Haare sind wieder da. Danke, Dad. Gern geschehen. Dieses Nageldesign ist zu langweilig. Ich würde lieber etwas Ausgefallenes wählen. Das hier. Nicht übel. Aber trotzdem nicht. Wie wäre es mit dem hier? Nee, das hier? Oh ja, stylisch und gefährlich zugleich. Gregory, ich komme. Oh. Oh nein, mein Nagel ist abgebrochen. Das Bad ist fertig. Ich gebe eine Badebombe dazu. Es ist so schön. So viel Schaum.
Ich bin bereit zum Eintauchen. Ich habe genug entspannt. Jetzt geht's zur Party. Was? Ich habe mich an einen gruseligen Clown verwandelt. Zeit, sich vorzubereiten. Ich sollte meine Haare noch waschen. Es ist kein Shampoo mehr da. Nichts. Was soll ich tun? Wie wasche ich meine Haare ohne Shampoo? Mit Eiern? Ich könnte das ausprobieren. Hier steht, dass man die Eier in die Kopfhaut einreiben soll. Es passiert nichts. Ich muss sie wohl fest einmassieren. Oh. Da ist ein richtiges Nest. Taube, flieg weg. Busch, warum ist sie überhaupt hier? Carol, komm her. Ich brauche ein Ei. Danke. Nimm das auch hier. Partytime. Wuhu. Was war das? Mein Becher. Oh. Wo ist meine Limo? Ups. Ich weiß schon, was ich anziehen werde. Ich werde bald gehen. Bis dann. Ein Pickel. Wo jeder ihn sehen kann. Der ist schon mal weg. Oh nein, noch zwei. Dann mal los. 1001 Pickel später. Das ist eine Katastrophe. Wie soll ich denn so auf eine Party gehen? Strasssteine. Na klar, ich bedecke die roten Flecken damit und werde umwerfend aussehen. Gregory wird von meiner Schönheit geblendet sein. Wow. Hilfe, meine Augen. Gregory, es tut mir leid. Das sind wohl zu viele Strasssteine. Puh. Das sollte ich lieber sein lassen. Oh nein, mein Kleid. Das ist ein echtes Feuer. Geschafft. Oh je, das Kleid ist ruiniert. Schatz, ist alles in Ordnung? Mom, das ist eine Katastrophe. Mein Kleid ist ruiniert und die Party fängt gleich an. Was soll ich tun? Ganz ruhig, mein Schatz. Mom, woher hast du dieses Kleid? Ich habe es noch nie gesehen. Das? Es ist alt, aus der Kollektion vom letzten Jahr. Magst du es? Du kannst es haben. Wow, danke. Und noch ein paar Schminkgeheimnisse, die du mit allem, was du herumliegen hast, umsetzen kannst. Natürliches Rouge ist besser als jedes Make-up. Sollen wir deine Lippen schminken? Danke, aber nein. Ich muss los. Sie ist so groß geworden. Wow. Hi. Du siehst umwerfend aus. Hi, Carol. Gregory, was ist mit dir passiert? Das wirst du mir nicht glauben. Ich habe mich für die Party vorbereitet und wollte mein Hemd bügeln, aber ein Anruf hat mich abgelenkt. Ich habe das Bügeleisen zu spät ausgeschaltet. Ich wollte mich wie mein Idol verkleiden. Ich habe mir sogar ein Schnurrbart befestigt, aber nur die Hälfte blieb hängen. Das kommt vor.
Ohne Schnurrbart ist es noch besser. Magst du tanzen?